Vor langer Zeit, im alten China, herrschten die Pfauen über die Stadt Gongmen. Sie schenkten der Stadt große Freude und Wohlstand, denn sie hatten das Feuerwerk erfunden. Aber ihr Sohn, Lord Shen, erkannte im Feuerwerk auch dunklere Mächte. Das, was Farbe und Freude brachte, das konnte auch Finsternis und Zerstörung bringen. Shens beunruhigte Eltern zogen eine Wahrsagerin zu Rate. Sie sagte voraus, dass Shen, sollte er weiter auf diesem finsteren Pfad wandeln, von einem Krieger in Schwarz und Weiß niedergestreckt werden würde. Der junge Lord machte sich auf, sein Schicksal zu ändern. Doch was er nun tat, besiegelte es nur umso mehr. Voller Stolz kehrte Shen zu seinen Eltern zurück. Aber in ihren Gesichtern sah er den blanken Schrecken. Er wurde für alle Zeiten aus der Stadt verbannt. Shen schwor Rache. Eines Tages würde er zurückkehren und ganz China würde sich vor ihm verneigen. Shen brauchte Metall, viel Metall. Er baute an einer geheimen Waffe, die ihn zum Sieg führen sollte. Und so ließ er Tausende hart in den tiefen Bergwerken arbeiten. Es ist fast fertig, Lord Shen, aber wir haben kein Metall mehr. Sucht in den entlegensten Dörfern. Schafft mehr Metall heran. China ist bald mein. Im Tal des Friedens nahm das Leben seinen gewohnten Lauf. Niemand ahnte auch nur, dass schon bald ein großes Unheil heraufziehen sollte. Po, der kräftige Panda, war ein anerkannter und geachteter Drachenkrieger geworden. Und für die Kinder war er ein großes Vorbild. Und dann hat sich der Drachenkrieger den furiosen Fünf angeschlossen. Und sie wurden das bärenstärkste Kung-Fu-Team aller Zeiten. Genug geredet, kämpfen wir! Oh, hörst du? Hörst du? Der Drachenkrieger trainiert da drin gerade. Nun ja, als Training könnte man das auch bezeichnen. Po ließ sich auf ein Wettessen ein. Er behauptete, in kürzester Zeit die meisten Bohnenklößchen essen zu können. 38 Bohnenklößchen! Ja, neuer Rekord! Du Monster! Mach weiter, bis 40 schafft er nie! Warte nur ab, ich mach die 40! Leg los! Kein Problem! Ich hab's gleich! Ja! Geschafft! Gut gemacht, Po! Dein Training hat sich gelohnt. Oh, Meister Shifu, ich muss los. Wir sehen uns. Oh, ja. Aber lasst mir noch ein paar übrig, ja? Po hatte fast vergessen, dass Meister Shifu ihn erwartete. Schnell machte er sich auf den Weg in die Berge zu den Wasserfällen, wo der Meister vor seiner Höhle so oft zu meditieren pflegte. Innerer Friede. Innerer Friede. Oh! Innere Friede. Meister Shifu! Meister Shifu, was gibt's denn? Piraten? Die Vandalen vom Vulkanberg? Was es auch ist, ich mach sie fertig. Ich bin nämlich gut drauf. Ich brauche Action. Wisst ihr, was ich meine? Was macht ihr da? Ich übe eine der letzten Lehren von Meister Ukwei. Mit großen Augen verfolgte Po die Übung seines Meisters. Mit einer unglaublich ruhigen Bewegung fing Shifu einen Wassertropfen auf, ließ ihn über seine Hand rollen und setzte ihn sanft, ohne dass der Tropfen zerplatzte, auf dem Blatt einer Blume nieder. Wow! Bärenstark! Wie habt ihr das gemacht? Innerer Friede. Innerer Friede? Das ist cool! Was für ein innerer Friede. Es ist die nächste Stufe deines Trainings. Jeder Meister muss seinen Weg zum inneren Frieden
finden. Manch einer meditiert 50 Jahre lang in einer Höhle so wie dieser. Ohne auch nur einen Hauch von Essen oder Wasser. Oder? Manch einer findet ihn durch Schmerz und Leid, so wie ich. Poe, der Tag, an dem du zum Drachenkrieger auserwählt wurdest, war der schlimmste Tag in meinem Leben. Mit Abstand. Nichts anderes war so schlimm. Das war der furchtbarste, nervtötendste, grauenhafteste Moment. Okay. Den ich jemals erlebt habe. Doch nachdem ich erkannt hatte, dass nicht du das Problem bist, sondern dass es an mir liegt, fand ich inneren Frieden und war in der Lage, den Fluss des Universums zu nutzen. Das ist schon alles? Ich brauche einfach nur inneren Frieden? Meine Innereien sind jetzt schon super, super friedlich. Also alles, was ich tun muss, ist, das Ding in Gang zu bringen. Innerer Frieden, jetzt geht's rund. Was habt ihr da eigentlich gerade mit den Füßen gemacht? Was war das für eine abgefahrene Schrittfolge? Oh! Plötzlich erschien Tychris am Wasserfall. Und sie brachte keine guten Nachrichten. Banditen, sie nähern sich dem Dorf der Musiker. Gefahr! Sag den Musikern, sie sollen Actionmusik spielen, denn wir schlagen zu. Keine Sorge, Shifu, das mit dem inneren Frieden meistere ich, sobald ich zurückkomme. Keine Snacks zwischendurch. Snacks zwischendurch. Warte, meinst du das ernst? Das Dorf der Musiker wurde von den Schergen Lord Shens, den Wölfen, überfallen. Ihr Anführer war ein gefährlicher und unangenehmer Krieger. Sammelt alles Metall ein, das ihr findet! Nehmt das Metall mit! Das war alles. Nichts wie weg hier. Oh nein! In diesem Moment kamen die Drachenkrieger ins Dorf. Allen voran Poe. Help me! Der Drachenkrieger! Ein Tante? Das ist unmöglich. Meine Faust hungert nach Gerechtigkeit. Auf sie! Komm schon! Die Wölfe waren überrascht, dass plötzlich der Drachenkrieger und seine furiosen 5 Freunde auftauchten und das Dorf verteidigten. Ein heftiger Kampf entbrannte und die Krieger konnten viele der Angreifer unschädlich machen. Aber da die Wölfe in der Übermacht waren, gelang es ihnen, mit der Beute und einigen Gefangenen zu entkommen. Nimm das! Während des Kampfes geschah mit Poe etwas Merkwürdiges. Er hatte eine Erscheinung. Er glaubte, seine Mutter zu sehen. Poe war so irritiert, dass der Anführer, bevor er floh, ihm eins mit seinem riesigen Hammer verpasste. Als die Wölfe sich zurückgezogen hatten, machte sich Poe auf zum Restaurant seines Vaters. Er musste unbedingt mit ihm darüber sprechen. Ah, danke. Danke für euren Besuch im Nudel- und Tofu-Restaurant zum Drachenkrieger. Noch etwas Tee, Zitronensoße? Wenn ihr was braucht, fragt einfach. Danke. Füße des Zorn! Oh, der Schrubber des Drachenkriegers. Diesen Boden hier hat er geschrubbt. Nicht anfassen, sonst wird der Schrubber dreckig. Er hat mich mal bedient. Wie ein Star. Ja, der Fleck hier ist der Beweis. Hey, wo ist denn der Drachenkrieger? Er arbeitet nicht mehr hier. Er ist irgendwo da draußen, um das Tal zu beschützen. Der Drachenkrieger. Oh. Okay, Küsschen. Du hättest mir sagen sollen, dass du kommst. Hallo, Dad. Dann hätte ich dir etwas vom Stinketofu aufgehoben. Dad, kann ich dich kurz sprechen? Natürlich, mein Sohn. Zu Ehren meines Sohns, einmal kostenlose Tofu-Nachspeise für alle bei Menübestellung. Ich freue mich so, dich zu sehen, Poe. Hast du etwa abgenommen? Ich komme ja fast mit meinen Flügeln um dich rum. Ach, naja, vielleicht ein bisschen. Oh, Poe, du bist doch sicher ganz schwach. Ich mach dir sofort eine Suppe. Oh nein, nicht nötig, Dad. Ich hab keinen Hunger. Keinen Hunger? Poe, geht es dir wirklich gut? Ja, nein, mir geht's gut. Vorhin hatte ich einen Kampf mit ein paar Banditen. Aha. Nichts allzu Gefährliches. Ich meine, das waren einfach nur, weißt du... Ja. Und dann ist was total Seltsames passiert. Ich hatte eine verrückte Erscheinung. Ich glaube, ich habe meine Mom gesehen. Und mich als Baby. Was?
Mom? Als Baby? Dad. Wovon redest du? Wie sag ich das jetzt nur? Wo komme ich her? Weißt du also, mein Sohn, Babygänse kommen aus einem kleinen Ei. Aber frag mich jetzt nicht, wo das Ei herkommt. Dad, das habe ich doch nicht gemeint. Das weiß ich ja. Ich glaube, es wird Zeit, dir etwas zu sagen, was ich dir schon längst hätte sagen müssen. Okay. Also, möglicherweise wurdest du sozusagen adoptiert. Ich hab's gewusst. Du wusstest es? Von wem denn? Keinem. Ich mein, komm schon, Dad. Aber wenn du's wusstest, warum hast du dann nie was gesagt? Warum hast du denn nie was gesagt? Wie bin ich hierher gekommen, Dad? Wo bin ich hergekommen? Ehrlich gesagt, du bist da rausgekommen. Poes Dad zeigte auf eine kleine Kiste, die in der Küche stand. Es war ein ganz normaler Tag im Restaurant. Ich habe gerade Nudeln gemacht. Ich ging also hinten raus, wo mein Gemüse gerade geliefert worden war. Da waren Kohlköpfe, Rüben, Rettiche. Nur, dass eben keine Rettiche mehr da waren. Nur ein sehr hungriger Baby-Panda. Es gab keinen Brief. Wäre natürlich denkbar, dass du ihn gegessen hast. Ich hab gewartet, ob jemand nach dir sucht. Aber es kam keiner. Ich nahm dich mit ins Haus. Hab dich gefüttert. Und dann traf ich eine Entscheidung, die mein Leben für alle Zeiten änderte. Von nun an wollte ich meine Suppe ohne Rettiche kochen und dich als meinen eigenen Sohn aufziehen. Xiao Po, mein kleiner Panda. Und von diesem Augenblick an waren sowohl meine Suppe als auch mein Leben um ein Vielfaches süßer. Und kleiner Po, das ist das Ende der Geschichte. Sieh mich nur an. Nein, sieh mich nicht an. Das ist alles? Das kann doch nicht sein. Da muss es doch noch mehr geben, Dad. Na ja, einmal, da hast du mein komplettes Bambusmobiljahr aufgegessen. Und das war Importware. Ach, Poe, deine Geschichte hat vielleicht keinen so glücklichen Anfang. Aber sieh doch, was draus geworden ist. Du hast mich, du hast Kung Fu und du hast Nudeln. Ich weiß, aber ich habe noch so viele Fragen. Zum Beispiel, wie habe ich je in diese winzige Kiste gepasst? Warum mochte ich keine Hosen? Und wer bin ich? Zur gleichen Zeit besuchte Lord Shen die Stadt Gongmen. Er ging in das Haus, wo der Rat der Meister seinen Sitz hatte. Sein Besuch war allerdings kein Freundschaftsbesuch. Shen? Guten Tag, Gentlemen! Der Nettigkeiten sind genug gewechselt. Bitte verlasst mein Haus. Dein Haus? Ja! Habt ihr denn nicht den Pfau an der Eingangstür gesehen? Und die Wahrsagerin ist auch da. Wie es scheint, sind deine hellseherischen Fähigkeiten nicht so gut, wie du dachtest. Wir werden sehen, Shen. Nein, du wirst sehen, alte Ziege. Wo waren wir? Was willst du, Shen? Was rechtmäßig mein ist. Die Stadt Gongmen! Die Stadt Gongmen untersteht der Verwaltung des Rates der Meister und wir werden sie verteidigen, sogar gegen dich. Ich bin wirklich froh, dass ihr so denkt, denn sonst hätte ich das hier völlig umsonst mitgeschleppt. Was ist in der Kiste, Shen? Du willst es sehen? Es ist ein Geschenk. Es ist ein Abschiedsgeschenk. Weil du Abschied nimmst. Ein Teil von dir bleibt hier, ein anderer dort und ein dritter ganz dort hinten als Fleck an der Mauer. Du unverschämter Narr! Meister Donnerndes Nashorn zeigte Shen die Macht seiner Kampfkunst. Und Shen wusste, dass er gegen diese Kung-Fu-Technik nichts entgegenzusetzen hatte. Angeber. Das ist eine Warnung. Du hast keine Chance gegen unser Kung-Fu. Das ist wahr. Aber das hier... Shen ließ die Kiste öffnen. Und zum Vorschein kam eine gewaltige Kanone.
Was dann passierte, war grausam. Es sprach sich schnell herum, dass Shen die Stadt überfallen hatte. Meister Shifu ließ den Drachenkrieger und seine 5 Freunde rufen. Er hatte einen Auftrag für sie. Ist dir der Meister der Stadt Gongmen bekannt? Meister Donnerndes Nashorn? Ja. Sohn vom legendären fliegenden Nashorn? Ja. Und Vertreiber der 10.000 Schlangen im Tal des Kummers? Er ist tot. Kummer. Na, das ist unmöglich. Die Nashorn-Verteidigung ist gegen jede Kampftechnik gefeit. Es war keine Kampftechnik. Lord Shen hat eine Waffe konstruiert. Eine, die Feuer ausatmet und Metall spuckt. Wenn ihm nicht Einhalt geboten wird, könnte dies das Ende von Kung Fu sein. Ich hab doch gerade erst Kung Fu für mich entdeckt. Und nun musst du es retten. Geht, vernichtet diese Waffe und führt Shen seiner gerechten Strafe zu. Okay, los geht's, los geht's. Oh, eine Sekunde. Wie soll ich das anstellen? Ich meine, wie kann Kung Fu etwas aufhalten, was das Ende von Kung Fu ist? Vergiss eines nicht, Drachenkrieger. Alles ist möglich, wenn du inneren Frieden hast. So machten Po und seine Gefährten sich auf den Weg. Das heißt, sie wollten gerade aufbrechen, als Poes Dad ihnen entgegeneilte. Innerer Friede, innerer Friede, innerer Friede. Peace, Leute. Oh, Po! Frieden! Oh, Po, ich hab dir einen Picknickkorb für die Reise mitgebracht. Vorrat für mehrere Wochen. Kekse, Brötchen, Gemüse. Und ich hab dir sogar deine Actionfiguren eingepackt, siehst du? Hey, keine Ahnung, was das alles ist. Hab die Dinger noch nie im Leben gesehen. Dad, du hast meine Tigris zerkratzt. Ich habe auch die Bilder von unseren schönsten gemeinsamen Momenten eingepackt, falls du dich einsam fühlst. Das sind wir beide beim Nudelmachen. Und das sind wir beide beim Nudelessen. Und das sind wir, als ich versucht habe, dich Huckepack zu nehmen. Ist das nicht süß? Ach, ich denke, das werde ich doch lieber behalten. Hey, die warten auf mich. Natürlich, natürlich. Du musst deine Arbeit machen. Weit weg von zu Hause. In einer fremden Stadt, voll mit fremden Leuten und fremden Nudeln. Im Angesicht grauenhafter Gefahren, aus denen du vielleicht niemals zurückkehren wirst. Geh nicht, Po. Ich muss gehen. Ich bin der Drachenkrieger. Es ist mein Job, das Kung Fu zu retten. Und wenn ich's nicht tue, was bin ich dann? Du bist mein Sohn. Stimmt's? Po, es wird Zeit. Auf Wiedersehen. Keine Sorge, Mr. Ping. Er ist zurück, bevor Sie auch nur Nudeln sagen können. Kommt schon, Leute, los geht's! Die Reise, die Po und seine Freunde antraten, war beschwerlich. Sie mussten über die Gipfel der Berge ziehen und sie mussten das Meer überqueren. Als sie auf einem Schiff über das Wasser fuhren, hatte Po in der Nacht einen seltsamen Traum von seinen Eltern. Mama? Mom? Dad? Seid ihr das? Mom! Dad! Oh, hallo! Hey, Sohn, du bist wieder da! Hä? Schätzchen, was machst du denn hier? Aber ich dachte... Wir haben dich ersetzt, Schätzchen, durch diesen niedlichen Rettich. Rettich? Er ist ruhig, freundlich und offen gesagt, sein Kung-Fu ist um einiges besser. Dieser Traum war ein echter Albtraum. Po kämpfte Kung Fu mit einem Rettich. Wartet! Nach einem heftigen Schlag von diesem Gemüse wachte Po auf. Rettich, 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 was? Ja! Nach diesem wirren Traum konnte er nicht weiter schlafen. Also trainierte er ein wenig, bis Tigris, durch die Geräusche geweckt, an Deck kam. Ich glaube, der harte Stil ist nicht so ganz dein Ding. Oh. Po, wieso bist du allein hier draußen? Ich habe gerade erfahren, dass mein Dad nicht mein richtiger Dad ist. Dein Dad? Der Gänserich. Das ist wohl ein ziemlicher Schock gewesen. Ja. Und das bekümmert dich? Machst du Witze? Wir sind Krieger, oder? Nerven wie Drahtseile, Seelenhaften Platin. So wie du. Auch Mantis und Viper waren inzwischen aufgewacht. Worüber redet ihr denn hier? Nichts. Nichts. Po hat irgendwelche Vaterprobleme. Mann, ich hab so ein Glück. Ich hab überhaupt keine Probleme mit meinem Dad.
Vielleicht, weil Mom ihm vor meiner Geburt den Kopf abgebissen hat. Keine Ahnung. Mantis, es geht hier nicht um dich. Poe ist derjenige, der ausrastet. Ich raste nicht aus. Poe. Ich raste ein. Poe. Was? Wir sind da. Oh. Die Stadt Gongmen. Die Sonne ging auf und vor ihnen lag die prächtige Stadt Gongmen. Lord Shen war im Palast seines Vaters. Im Turm, wo sich auch der Thronsaal befand, ließ er seine neue Waffe aufstellen. Bei ihm war auch die Wahrsagerin. Der Thron meines Vaters. Er ließ mich früher dort spielen neben ihm. Und er versprach mir, dass dieser Thron eines Tages mir gehört. Ein bisschen weiter nach links. Oh, aber sie ist so schwer, Meister. 30 Jahre habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Alles muss haargenau so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Und als ich es mir vorstellte, stand sie weiter links. Perfekt! Mit dieser Waffe an meiner Seite... noch ein bisschen weiter. Mit dieser Waffe an meiner Seite wird ganz China sich vor mir verneigen. In 3 Tagen rücken wir aus, wenn der Mond voll ist und die Flut hochsteht. Nun, du alte Ziege, lass mich was hören über mein... Schicksal? Meine Zukunft. Ich wollte Zukunft sagen. Blick in deine Schale und sag mir, welcher Ruhm mich erwartet. Wenn du weiter den gegenwärtigen Pfad beschreitest, wirst du dich unvermutet am Anfang der Treppe wiederfinden. Nö. Ich sehe... Schmerz! Die Wahrsagerin riss Shen eine Feder aus. Au! Und Ärger. Und dann biss sie ihm in den Finger. Wie kannst du es wagen? Das ist die feinste Seite der Provinz. Gefolgt von Verleugnung. Das ist doch keine Wahrsagerei. Du beschreibst einzig und allein die... Gegenwart. Die wichtigste Zeit ist die Gegenwart. Wenn du jedoch wirklich in die Zukunft schauen willst... Oh, was siehst du? Einen Pfau, der besiegt wird von einem Krieger in Schwarz und Weiß. Nichts hat sich geändert. Das ist unmöglich und du weißt das. Es ist nicht unmöglich und er weiß es. Wer? In diesem Moment stürzte der Anführer der Wölfe herein, der das Dorf der Musik überfallen hatte. Lord Shen, ich habe einen Panda gesehen. Ein Panda? Ein Kung-Fu-Krieger. Er kämpfte wie ein Dämon, groß und pelzig, weich und schwabbelig. Irgendwie plüschig und knuddelig. Es gibt keine Pandas mehr. Obwohl er schlecht sieht, kann er die Wahrheit erkennen. Wieso kannst du es nicht? Finde diesen Panda und bring ihn zu mir. Ja, Sir. Und ein Panda lebt. Deshalb hast du noch lange nicht recht. Richtig. Erst wenn ich recht habe, habe ich recht. Dann werde ich ihn töten. Und du hast Unrecht. Inzwischen hatten auch Poe und seine Freunde die Stadt erreicht. Es herrschte ein reges Treiben in den Straßen. Das muss Shens Palast sein, am anderen Ende der Stadt. Klasse. Wir marschieren rüber zum Turm und verkünden, wir sind der Drachenkrieger und die Furiosen 5 und wir sorgen für deine gerechte Strafe. Poe wollte zum Palast stürmen, aber Mantis hielt ihn fest. Was machst du denn? Hier wimmelt es nur so von Wölfen. Hey, hat der dir nicht den Hammer reingedonnert? Also den kann ich gar nicht leiden. Wir müssen den Turm erreichen, ohne von den Wölfen da unten entdeckt zu werden. Geht klar. Tarnkappenmodus. Es war nicht einfach, sich unbemerkt durch die engen Gassen in Richtung Palast zu schleichen. Los, aus dem Weg! Wieder nix! Auf dem Marktplatz wurde eine alte Schafsfrau von einem Wolfskrieger bedroht. Crane konnte das nicht mit ansehen.
Der Reis ist nicht gekocht. Ihr habt all meine Kochtöpfe für Lord Shen gestohlen. Entweder kochst du meinen Reis oder ich koche dich. Ich bitte um Entschuldigung. Oh, los, mach was. Wie soll ich ihr beim Reiskochen helfen, ohne erwischt zu werden? Wartet, ich habe eine bessere Idee. Die bessere Idee hatte ein schlagkräftiges Argument. Blitzschnell streckte Po den Krieger nieder und die anderen zogen ihn in eine dunkle Gasse. Po sprach mit der alten Schafsdame. Wir sind hier, um die Stadt zu befreien und Shen seiner Strafe zuzuführen. Dazu braucht ihr Hilfe. Danke, tapfere Schaf, aber das ist zu gefährlich, das geht nicht. Oh nein, nicht von mir. Es ist nicht sicher, hier zu reden. Genau. Ich habe Meister Oxo und Meister Kroko gemeint. Sie sind im Gefängnis der Stadt Gongmen in der Allee des Schwarzen Drachen. Was? Sie leben noch? Bestimmt hecken sie im Gefängnis einen Plan aus, wie sie ihre bärenstarken Kräfte nutzen können, um diese Waffe zu zerstören. Okay, auf geht's. Danke, Schaf. Und so machten sich die Freunde auf den Weg zum Gefängnis in der Allee des Schwarzen Drachen. Was ist denn jetzt los? Sie müssen ganz in der Nähe sein, denn ich spüre so ein Kung-Fu-Kribbeln in meinem Nacken. Entschuldige, Po, ich bin's nur. Da, das Gefängnis von Gongmen. Nachdem sie die ersten beiden Wachen am Eingang außer Gefecht gesetzt hatten, war es ein Kinderspiel, in das Gefängnis einzudringen. Monkey blieb am Eingang zurück. Beim ersten Anzeichen von Ärger gebe ich euch ein Zeichen. Kaka, Kiki! Du meinst so wie Crane? Ja. Entschuldige mal, wann gebe ich je solche Töne von mir? Meister Ochse! Meister! Schon in der zweiten Zelle entdeckte Po die beiden. Der wilde Meister Kroko! Und Meister Tosender Ochse! Ich fass es nicht, wir retten tatsächlich echte Kung-Fu-Legenden! Wir befreien euch von den Fesseln der Ungerechtigkeit, kein Problem! Hier muss doch ein Schlüssel sein! Nein, natürlich lassen die keinen Schlüssel rumliegen! Ja. Tigress schlug die Zellentür einfach aus der Verankerung. Sie fiel auf den Boden. Oh gut, du hast ihn gefunden! Los, kommt, Leute! Ja! Jetzt bist du dran, Shen! Wow! Po wunderte sich, dass die beiden keine Anstalten machten, ihre Zelle zu verlassen. Leute, gehen wir jetzt oder nicht? Oder wollt ihr später nachkommen? Ihr wollt doch eure Stadt zurückerobern, oder nicht? Natürlich wollen wir das. Aber wenn wir uns gegen Shen erheben, wird er die Waffen auf die Stadt richten. Was redet ihr da? Ihr beschützt die Stadt Gongmen, indem ihr die Stadt Gongmen nicht beschützt? Wenn wir alle zusammen kämpfen? Dann würde die Waffe uns töten. Jeden von uns. Ach, Tatsache. Dann versuchen wir es mit einem Überraschungsangriff. Wir schleichen uns rein und dann... Werdet ihr gestoppt. Von der durch nichts zu stoppenden Waffe. Nichts ist zu stoppen, mit Ausnahme von mir, weil ich euch stoppe, wenn ihr mir weismachen wollt, es gäbe was, das man nicht stoppen kann. Meister Ochse, ich lasse euch nicht in dieser Zelle bleiben. Das will ich sehen, wie du mich hier rausholst. Kommt schon, wart ihr nicht mal große Helden? Der einzige Held in dieser Stadt lebt nicht mehr. Es ist Zeit aufzugeben, Panda. Kung Fu ist tot. Kung-Fu ist tot? Na schön! Dann bleibt doch in eurem Gefängnis der Angst hinter den Gittern der Hoffnungslosigkeit. Und das Einzige, was ihr bekommt, ist dreimal täglich eine Schüssel. Schande! Mit Verzweiflung als Nachtisch. Wir nehmen es mit Shen auf und beweisen allen, die nach Gerechtigkeit und Ehre hungern, dass Kung-Fu immer noch lebt! Plötzlich war Po von drei Wolfskriegern umzingelt. Ihren Anführer kannte Po ja schon. Po war ziemlich sauer, dass Monkey ihn nicht gewarnt hatte. Yeah. Ha! Monkey? Kaka! Du gehörst mir! Ich sag dir mal, was dir gehört. Meine Faust und dein plüschiges, knuffiges, superweiches Gesicht! Schnappt ihn! Viper und Mantis gelang es, zwei der Krieger auszuschalten. Jetzt blieb nur noch ihr Anführer übrig und der machte sich aus dem Staub. So sah es jedenfalls auf den ersten Blick aus. Die Freunde nahmen die Verfolgung auf und landeten im großen Hof des Palastes, wo sie von hunderten Wolfskriegern eingekesselt wurden. Man hatte ihnen eine Falle gestellt. Schneller! Ja! Das hat dir wohl niemand erzählt. Wenn du dich mit dem Wolf einlässt, kriegst du die Fangzähne. Und wieder bekam Poe vom Anführer eine gescheuert. Ich hab dich jetzt zweimal erwischt. Was willst du nun machen? Wir ergeben uns!
Poe und seine Kampfgefährten wurden in Ketten gelegt. Meinen Körper könnt ihr in Ketten legen, aber niemals fesselt ihr meinen Kampfgeist. Hey, vergess den Kleinen nicht. Hast du mich gerade... Poe, was soll denn das? Vertrau mir, ich hab'n Blau. Wahnsinn. 8 Punkt Akupressurhandschellen. So wurde auch Tai Lung gefesselt. Je mehr man sich bewegt, desto fester ziehen sie sich. Die besten Handschellen der Welt. Nun wurden Poe und seine Freunde Shen vorgeführt, der gerade im Turmhof mit seinem Schwert trainierte. Auch die Wahrsagerin war anwesend. Sei gegrüßt, Panda. Endlich begegnen wir uns. Oh nein, 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 nein. Nun begegnen wir uns endlich. Ja, genau, das ist es. Sei gegrüßt, Panda. Nun begegnen wir... Deine Angst hat einen Grund. Ich habe keine Angst. Er wird in Fesseln zu mir gebracht. Wenn ihr jemand Angst haben müsst, dann... Du. Shen ließ die Gefangenen den Turm hinaufführen. Tigris war, verständlicherweise, ziemlich verärgert. Ich hoffe, das endet besser als dein Plan, in deinem Magen Reis zu kochen, indem du ihn roh isst und dein kochendes Wasser trinkst. Dieser Plan ist ganz anders als der andere Plan. Wieso? Weil der hier funktioniert. Hoch oben im Thronsaal wartete Lord Shen bereits auf seinen Widersacher. Neben ihm saß die Wahrsagerin. Sei gegrüßt, Panda. Nun begegne... Hey, was geht? Hey... Du bist sehr viel beleibter, als ich gedacht hatte. Hey, ich bin eigentlich eher Schluss jetzt mit dieser Pikserei. Die Wahrsagerin pikste Poe in sein Fell und zog ihm die Augenlider runter. Stark? Gesund? Also ich habe keine Ahnung, wer ihr seid, aber bitte geht auf Abstand, Sir. Das ist deine Lady. Oh, Entschuldigung. Der Bart hat mich verwirrt. Das ist irgendwie irreführend. Etikettenschwindel. Schluss mit diesem Unsinn! Bringt die Gefangenen zu mir. Verzeiht, Ma'am. Macht euch bereit, Leute. Augen auf. Sucht nach der... Waffe! Poe entdeckte einen merkwürdig aussehenden Gegenstand und hielt ihn für die Waffe. Sofort zerlegte er das Ding in alle seine Einzelteile. Wir haben's geschafft! Ich hab sie gerade kaputt, Kung Fu! Das war voll so... Wow! Doch in diesem Moment der Freude fiel Poe die echte Waffe auf, die riesengroß neben Shens Thron stand. Shen amüsierte sich. Glaubst du allen Ernstes, dass es der Krieger, der dazu auserwählt ist, mich zu besiegen? Nein, das tue ich nicht. Ich weiß, dass er es ist. Seht ihr doch an! Da hat er ein Leben lang Zeit, seine Rache zu planen und dann kommt er auf Knien zu mir. Was? Ein Leben lang? Moment mal, ich hatte kein Leben lang Zeit. Wir haben erst vor ein paar Tagen das mit Meister Nashorn erfahren. Und wir sind hier, um ihn zu rächen. Verstehe, und sonst willst du nichts rächen? Doch, die ganzen Töpfe und Pfannen, die du gestohlen hast, die will ich auch wieder haben. Sonst nichts? Vermutlich hast du auch noch ein paar andere schlimme Sachen gemacht. Keine Ahnung, was hast du noch angestellt? Du weißt es nicht. Was weiß ich nicht? Was ist so witzig? Gerade das, was du offensichtlich nicht weißt. Okay, das reicht jetzt mit den Rätseln. Könnt ihr endlich mal mit der Sprache rausrücken? Erst kommen wir hier an und die Waffe ist winzig klein. Überraschung, sie ist groß. Und dann diese Lady, von der ich denke, sie ist ein Kerl. Wegen dem Bart. Shen bedrohte Poe mit einer scharfen Klinge. Der einzige Grund, weshalb du noch am Leben bist, ist der, dass ich deine Dummheit einigermaßen lustig finde. Na, vielen Dank, aber ich finde deine Boshaftigkeit extrem nervig. Was glaubst du, wer du bist, Panda? Was glaubst du denn, wer ich bin, V? Ja! Wieso lachen wir denn? Liegt an. Nun ließ Shen die Kanone auf Poe und seine Freunde richten. Feuer! Ah. Na los, entzündet dieses Ding! Hab ich doch! Der Anführer der Wölfe zündete die Lunte der Kanone. Aber immer wieder konnte Mantis die Lunte löschen. Und zwar so schnell, dass der Anführer das gar nicht sehen konnte. Gleichzeitig schaffte Viper es, seine Handschellen zu lösen und die anderen zu befreien. Während die furiosen 5 gegen die Wachen kämpften, packte Poe die schwere Kanone, hob sie hoch und ließ sie auf den Boden fallen. Das Gewicht der Kanone durchschlug den Holzboden und stürzte den Turm hinunter in die Tiefe. Nun wollte Poe Shen angreifen.
Aber als der Pfau sein Federkleid zu einem Fächer öffnete, wurde Poe von den vielen Pfauenaugen, die auf den Federn saßen, regelrecht hypnotisiert. Er wurde wieder in seine frühe Kindheit zurückversetzt. Poe sah, wie Shen und seine Armee in das Dorf der Pandas einfiel und unter ihnen ein Gemetzel anrichtete. Dann kam er wieder zu sich. Du warst dort? Ja, das war ich. Shen sprang aus dem Turmfenster und flog davon. Tigress konnte nicht verstehen, dass Poe nichts unternahm. Du hast Shen entkommen lassen. Wenigstens haben wir die Waffe zerstört. Aber dann sahen die Gefährten, dass Shen nur auf den gegenüberliegenden Turm geflogen war. Dort gab es eine weitere Kanone, die nun auf sie gerichtet wurde. Gleich die erste Kanonenkugel traf ins Ziel und ließ den Turm ein Stück in sich zusammensacken. Shen setzte den Turm unter Dauerbeschuss. Langsam begann das Bauwerk sich zur Seite zu neigen und drohte umzustürzen. Der Eingangsbereich war bereits verschüttet. Es gab nur noch eine Möglichkeit und Tigress erkannte diese sofort. Der einzige Ausweg führt nach oben. Was? Ja! Folgt mir! Kommt schon! Wo wollen Sie denn hin? Ganz nach oben! Kommt schon, immer weiter! Als sie endlich oben angelangt waren, kippte der Turm. Im gleichen Moment sprangen Poe und seine Freunde hinunter. Und los geht's! Der Turm stürzte auf die Außenmauer des Palastes zu, hinter der die Dächer der Stadt hervorragten. Poe landete mit seinen Gefährten auf einem der Dächer. Als Shen sah, dass ihre Flucht geglückt war, schlug er vor Wut auf einen seiner Gorillas ein. Au, meine Nase! Ruf die Wölfe, und zwar alle! Ich brauch sie abmarschbereit! Das Jahr des Pfaus beginnt jetzt! Jetzt gleich? Das Jahr ist doch schon zur Hälfte rum. Das wäre ja nur noch ein Halbjahr des Pfaus. Nach dieser etwas unvorsichtigen Bemerkung zückte Shen eine Klinge und hielt sie dem Anführer der Wölfe an den Hals. Und das ist das Jahr natürlich des Pfaus. Frohes neues Jahr. Lass die Wölfe antreten. Wir belagern die Schiffe jetzt. Sofort! 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 Los! 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 Unbemerkt im allgemeinen Chaos schlichen sich Poe und seine Freunde durch die Stadt zum Gefängnis. Meister Ochse war nicht gerade erfreut, als er Poe sah. Ach du! Was hast du getan? Da oben herrscht das Chaos. Und wolltest du Shen nicht stoppen? Ja. Leute, kommt schon, jetzt meckert nicht gleich an mir rum. Ich habe ihn doch mit Absicht entkommen lassen. Weil, das war ein Trick, ein Plan. Ich habe gedacht, ich verstehe dann seinen Plan besser. Das kapiere ich nicht. Wieso nicht? Es ist voll logisch. Paul, die Wahrheit. Du hattest Shen. Was ist passiert? Wovon redest du? Was? Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Okay, er hat mich reingelegt. Die Wahrheit. Na schön. Sie werden dich von jeder Gefahr fernhalten. Ganz fern. Was? Du bleibst hier. Warte. Ich muss wieder zu... Du bleibst hier. Tigress hielt es für besser und sicherer, wenn Poe bei Meister Ochse und Meister Kroko blieb. Ich muss aber zu ihm. Dann sag mir wieso. Er war dort. Klar, der Pfau war dabei, als ich meine Eltern das letzte Mal gesehen habe. Er weiß, was passiert ist. Er weiß, woher ich komme. Er weiß, wer ich bin. Hör zu, ich gehe. Ich muss es wissen. Die Eisenharten können das nicht verstehen. Die Eisenharten verstehen das sehr wohl. Aber ich kann nicht zusehen, wie mein Freund getötet wird. Wir gehen. Hey, vielleicht kannst du auch nicht zusehen, wie ich getötet werde? Sei nicht so ein Weichei. Und da ist sie wieder. Nein. Keine Sorge, Kleiner. Hier bist du besser aufgehoben.
Unterdessen triumphierte Lord Shen und war sich seiner Sache sicher. Er gab nichts mehr auf die Weissagungen der Wahrsagerin. Du hast dich geirrt, Wahrsagerin. Heute Nacht segeln wir dem Sieg entgegen. Dein magischer Panda ist eindeutig ein Narr. Bist du dir sicher, dass es der Panda ist, der sich als Narr erweist? Du hast gerade das Heim deiner Vorväter zerstört, Shen. Ein unbedeutendes Opfer. Wenn dafür ganz China meine Belohnung ist. Und wirst du dann endlich zufrieden sein? Denkst du wirklich, wenn du erst die ganze Welt unterjocht hast, dass du dich dann besser fühlst? Es ist ein Anfang. Und vielleicht baue ich auch den Keller zu einem Kerker um. Der Becher, den du füllen willst, hat keinen Boden. Es ist höchste Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Wieso in aller Welt sollte ich das tun? Damit deine Eltern endlich in Frieden ruhen. Meine Eltern haben mich gehasst. Verstehst du? Sie haben mir Unrecht angetan. Und ich werde das wieder gut machen. Sie haben dich geliebt. Sie haben dich so sehr geliebt, dass es sie umgebracht hat, dich wegschicken zu müssen. Die Toten leben nur in der Vergangenheit. Und ich muss mich um die Zukunft kümmern. Lass die Wahrsagerin frei. Sie hat keinen Nutzen mehr für mich. Leb wohl, Shen. Ich wünsche dir Glück und Freude. Glück und Freude muss man sich holen. Und ich hole mir das meine. Shen ließ seine unterirdischen Waffenkammern räumen und alles zum Hafen bringen. Während die furiosen Fünf den Vorgang von einiger Entfernung aus beobachteten, machte sich Po auf den Weg ins unterirdische Gewölbe. Bewegt euch, ihr Hunde! Schneller, schneller! Alles verladen! An den Felswänden waren Gerüste angebracht, an denen Po langsam nach unten kletterte. Aber auf einer der Plattformen stand plötzlich wie aus dem Nichts Lord Shen. Sei gegrüßt, Panda! Was ist in jener Nacht passiert? In welcher Nacht? Jener Nacht! Ah, jene Nacht. Genau. Wir reden doch von derselben Nacht, oder? Ja, ich war da. Ich habe zugesehen, wie deine Eltern dich verlassen haben. Eine schreckliche Sache. Bist du bereit zu sterben, um die Wahrheit zu erfahren? Da kannst du drauf wetten. Obwohl, lieber wär's mir, wenn nicht. Zwischen Shen und Po entbrannte ein erbitterter Kampf. Genau in diesem Moment stürmten die furiosen Fünf das Gewölbe. Sie kümmerten sich um Shens Krieger, bevor die eingreifen konnten. Die übernehmen wir! Geh! Shen gelang es im Kampf, dass Po vom Gerüst rutschte. Doch im letzten Moment konnte er sich an einer der Stangen festhalten und wieder hochziehen. Ende der Fahnenstange! Könnte man meinen. Ich will eine Antwort! Du willst es also unbedingt wissen. Du glaubst, das Wissen wird dich heilen. Und der tiefe Krater in deiner Seele wird sich schließen. Hier hast du deine Antwort. Deine Eltern haben dich nie geliebt. Doch nun, lass mich dich heilen. Dann ging alles sehr schnell. Eine Kanonenkugel traf Po und schleuderte ihn aus dem Gewölbe ins Freie hinaus, wo er in der Nähe des Waldes in einen Fluss stürzte und die Besinnung verlor. Fast gleichzeitig wurden seine Gefährten von unzähligen Wolfskriegern überwältigt und gefangen genommen. Die Wahrsagerin fand Po und brachte ihn in ihre Hütte in den Wald. Dort pflegte sie ihn. Als Po wieder zu sich kam und in ihr Gesicht blickte, erschrak er. Wenn ich deinen Tod gewollt hätte, hätte ich dich im Fluss zurückgelassen. Warum rettet ihr mich dann? Damit du dein Schicksal erfüllen kannst. Ich verstehe kein Wort. Wo bin ich hier? Was soll das hier überhaupt sein?
Ich bin überrascht, an wie wenig du dich erinnerst. Aber du warst auch noch sehr klein, als es passierte. Vielleicht erinnerst du dich ja doch. Was? Das ist nur ein blöder Albtraum. Ein Albtraum oder war es deine Erinnerung? Der Drachenkrieger fiel in eine Art Trance und sah in die Vergangenheit. Er sah sich mit seinen Eltern spielen und war ein glückliches Kind. Dann hörte er die Stimme der Wahrsagerin. Dies war ein blühendes Dorf. Der junge Shen sollte der neue Herrscher über die Stadt Gongmen werden. Aber er wollte noch mehr. Ich sagte voraus, dass sich ihm einer in den Weg stellen wird. Ein Panda. Aber niemals hätte ich vorhersehen können, was dann kam. Shen und seine Krieger überfielen das Dorf, brannten alles nieder und nahmen auf niemanden Rücksicht. Greift sie alle! Nimm unseren Sohn und lauf davon! Lauf! Die Mutter nahm Po und flüchtete mit ihm in die Wälder. Dort versteckte sie den Korb mit ihrem Baby, so dass Shens Krieger es nicht finden konnten. Dann lief sie zu ihrem Mann zurück. Wehre dich nicht dagegen. Lass es zu. Deine Geschichte hat vielleicht keinen so glücklichen Anfang. Aber nicht das macht dich zu dem, der du bist, sondern das Ende deiner Geschichte. Der, der du wirklich sein willst. Also, wer bist du, Panda? Ich bin Po. Shen war mit seinen Gefangenen inzwischen am Hafen. Eine ganze Armada von Schiffen war bereit zum Auslaufen. So viele traurige Gesichter. Doch dies ist nun eine Zeit der Freude. Ihr werdet nun an etwas Wunderschönem teilhaben. Sobald wir den Hafen erreichen, vor den Augen der Welt, werdet ihr mitsamt eurem ach so kostbaren Kung-Fu sterben. Und ganz China, weiß es, muss ich dann vor mir verneigen. Segel setzen! Die Kanone wurde an Bord gehievt und dann die Gefangenen. Mentes hatte sich schon aufgegeben. Ehrlich, Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so sterben würde. Ich dachte immer, ich lerne nettes Mädchen kennen, werde sesshaft und dann beißt sie mir den Kopf ab. Echt traurig. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Po würde wollen, dass wir stark bleiben. Eisenhart, oder? Tigris? Als die Schiffe langsam ausliefen, stand plötzlich Po auf einer der Brücken, die sie unterfahren mussten. Er stand regungslos da. Po? Mit einem großen Hut auf seinem Kopf. Po? Wie oft muss ich diesen stinkenden, nervtötenden Panda denn noch umbringen? Shen! Ein Panda steht zwischen dir und dein... Was? Mach dich bereit für eine... Was? Und jetzt Freiheit für die Fünf! Das Schiff war nun nah genug und Po sprang an Deck. Er kämpfte so schnell und so sicher wie niemals zuvor. Es gelang ihm, viele der Wolfskrieger außer Gefecht zu setzen, so dass er seine Gefährten befreien konnte. Nun kämpften sie gemeinsam und sie sollten noch mehr Unterstützung kriegen. Meister Ochse! Sprung! Und Kroko! Die Rache wird serviert! Wieso seid ihr... Dein Freund da kann sehr überzeugend sein! Es war Po's Meister Shifu, der die beiden überredet hatte, den Kampf gegen Shen aufzunehmen. Und Meister Shifu kämpfte für 20. Schnell, nehmt ihre Boote und blockiert den Weg! Warum feuern wir denn nicht? Sie schreiten unsere Schützen aus, Sir! Sie rücken vor! Feuer! Feuer! Feuert auf sie! Aber Sir, wir treffen unsere eigenen Leute! Ich sagte, du sollst das Feuer eröffnen! Feuer!
Die Kanone wurde auf Poe gerichtet und abgeschossen. Aber Tigress sprang schützend vor ihn. Dass die Kugel das eigene Vorderschiff zerfetzte, schien Shen egal zu sein. Poe und Tigress wurden durch die Explosion über Bord geschleudert. Beide konnten sich an einem Stück Holz über Wasser halten, das vom Schiff abgebrochen war. Poe und Shen konnten sich jetzt in die Augen sehen. Shen hatte Poe direkt vor dem Kanonenrohr und das wollte er auch nutzen. Wie du willst. Bringen wir's zu Ende. Als die nächste Kugel abgeschossen wurde und Poe sie auf sich zufliegen sah, konzentrierte er sich auf die Lehre von Meister Ogway. Poe hob seine Hand, nahm die Kugel wie einen schwebenden Ballon an und lenkte ihren Flug ins Wasser. Alle, die das sahen, trauten ihren Augen nicht und Shen schon gar nicht. Nochmal! Shen ließ nun aus allen Rohren feuern, aber Poe wehrte alle Kugeln ab, bis er plötzlich eine auffing und sie auf das Schiff von Shen zurückkatapultierte. Es wurde ein Volltreffer. Shen sackte scheinbar getroffen an Deck zusammen. Vorsichtig kam Poe aufs Schiff zurück. Wie hast du das gemacht? Naja, man muss einfach die Ellenbogen gerade halten und in den Schultern locker bleiben. Nicht das! Wie hast du Frieden gefunden? Ich hab dir deine Eltern genommen. Alles genommen. Das muss doch Narben hinterlassen haben. Siehst du, genau das ist es, Shen. Narben verheilen. Nein, tun sie nicht. Wunden verheilen. Ja, stimmt. Und was ist mit Narben? Die verblassen, oder? Es interessiert mich nicht, was aus Narben wird. Sollte es aber, Shen. Du musst deine Probleme aus der Vergangenheit loslassen, denn das ist alles nicht mehr wichtig. Weißt du, das einzig Wichtige ist, wer du jetzt wirklich sein willst. Ja, du hast recht. Dann entscheide ich mich dafür! Shen zog einige Klingen aus seinem Federkleid und schleuderte sie auf Poe. Aber der Panda konnte die Wurfgeschosse mit einer Planke abwehren. Plötzlich tauchte das zerstörte Vorderschiff mit einem Ruck ins Wasser ein. Die Kanone kam ins Wanken und stürzte auf Shen, der direkt vor ihr stand. Der Kampf gegen den Tyrannen war vorbei. Endgültig vorbei. Voller Freude und Stolz stürmten Poes Freunde auf das Schiff. Auch Meister Shifu kam dazu. Mach sowas bitte nie wieder. Es scheint, als hättest du ihn gefunden, den inneren Frieden. Und das in deinem zarten Alter. Ich hatte ja auch einen ziemlich guten Lehrer. Der Tyrann war besiegt. Und das Volk befreit. Der Drachenkrieger und die Furiosen 5 wurden bejubelt und gefeiert. Ein paar Tage später machte sich Poe auf den Nachhauseweg. Er hatte große Sehnsucht nach seinem Vater. Natürlich hatte sich das große Ereignis auch schon in dem kleinen Dorf herumgesprochen. Und alle besuchten Mr. Pinks Restaurant, um den Helden zu sehen. Was soll das heißen? Er ist nicht da. Mein Sohn hat heute Geburtstag. Sein größter Wunsch ist es, den Drachenkrieger kennenzulernen. Wie wär's dafür mit einer Tofu-Geburtstagstorte? Ich denke, wir versuchen es einfach ein andermal. Wann ist er denn wieder da? Das weiß ich nicht, okay? Ich weiß es nicht. Vielleicht nie mehr. Ich mache mir große Sorgen, okay? Es gehört eben dazu. Ich bin sein Vater. Zumindest war ich das. Warum muss er losziehen und China retten? Ich weiß warum. Aber warum? Er ist doch nur ein kleiner Panda. Auf einmal fing der kleine Junge an zu lachen. Und auch alle anderen lachten. Vor dem Restaurant stand plötzlich, höchstpersönlich, der große Held. Vater und Sohn fielen sich glücklich in die Arme. Und? Wie ist es gelaufen? Hast du China gerettet? Yep.
Ich hab's doch gewusst. Deshalb habe ich gleich neue Schilder malen lassen. Mein Sohn hat China gerettet. Rettet ihr euer Geld beim Kauf von einem Klößchen, gibt's eins gratis. Hey, das ist ein gutes Angebot. Möchtest du eins probieren? Na, später vielleicht. Ich muss dir unbedingt was sagen. Als ich fort war, habe ich das Dorf gefunden, in dem ich geboren wurde. Ich habe herausgefunden, wieso ich in dieser Rettichkiste gelandet bin. Ach ja? Ich weiß, wer ich bin. Aha. Ich bin dein Sohn. Oh. Ich hab dich lieb, Dad. Ich hab dich auch lieb, mein Sohn. Köstliche, dicke Rettiche. Du bist bestimmt hungrig. Ich mach dir schnell was zu essen. Was redest du denn da? Ich koche. Nein, nein, ich koche. Dad. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Du hast China gerettet. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Du hast mich großgezogen. Po? Dad. Po? Okay. Gut, wir können ja beide kochen. Zusammen. Zusammen. Nein, ich koche. Weit, sehr weit weg hinter dem großen Gebirge in einem Bambuswald hatte ein alter Panda plötzlich ein seltsames Gefühl. Mein Sohn lebt.